Du kapierst es einfach nicht. Oder du denkst, wir sind schwach, unbedeutend. Du machst mich krank. Es gibt da nur eine Sache, die ihr Bastarde nie verstehen werdet. Ihr könnt uns fesseln. Ihr könnt uns foltern. Ihr könnt uns vor jede höllische Prüfung stellen, die eurem kranken Hirn einfällt. Aber unseren Geist werdet ihr nie besiegen. Nein, 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 nein. Meine Schwester? Oh Gott. Ich muss also nur meine eigene Schwester hintergehen. Und dann darf ich gehen und weiterkämpfen? Verflucht seist du! Verflucht seist du, dass du mich zu dieser unmöglichen Entscheidung zwingst! Du verstehst halt nicht, was uns zu Menschen macht. Ich sterbe lieber 1000 schlimme Tode, als einen geliebten Menschen zu verraten. Meine Antwort ist nein. Und nichts, was du tust, kann mich umstimmen. Also gut, du Alien-Abschaum. Gib alles! Ich ertrag es! Wie war's? Das war großartig. Echt? War es nicht zu viel? Gar nicht. Puh, vielleicht habe ich ein bisschen dick aufgetragen? Man muss die einfachen Leute abholen, Jaime. So macht man Kohle. Cool. Wie war's, Linda? War das gut? Ich schau mal nach. Kann man an der Super 8 die Maske checken? Nicht wirklich. Das Objektiv ist fest, also... Da will wohl jemand mit den tollen neuen Sachen angeben, die sie aus den Filmbüchern in der Bibliothek gelernt hat. Ich versuche nur, das Handwerk ernst zu nehmen. Das Handwerk? Ach Gottchen. Okay. Haben wir es jetzt? Oder wie? Ja. Also, sah doch super aus. Auch die Blutzähne? Also... Linda, du hast... die Blutzähne im Kasten, oder? Eigentlich geht's ja mehr um Jaimes Performance. Ich fand mich grandios. Ja, aber hast du die Szene auch aufgenommen? Man sieht ein bisschen Blut in Jaimes Gesicht spritzen. Oh, Linda! Ich sagte doch, ich will eine breite Nahaufnahme von unserem supercoolen blutigen Arm und Jaimes Gesichtsausdruck. Nicht nur eine extreme Aufnahme von Jaimes Gesicht. Ich hab's echt gefühlt. Du musst mir auch zugestehen, meine künstlerische Ader mit der Kamera auszuleben. Eine breite Nahaufnahme gibt's übrigens nicht. Oder eine extreme. Du machst dich hier echt zum Affen. Habt ihr vergessen, dass ich die Regisseurin bin? Na klar. Chris, du bist die Regisseurin. Aber dazu gehört auch, mit Leuten zu arbeiten, denen du vertraust. Und ich vertraue auf Lindas Urteil, was die Kamera angeht, weißt du? Wir drehen einfach beide Versionen und schauen zum Schluss, welche besser funktioniert. Und das wird meine sein, weil ich Regie führe. Puh. Halt still, ich mach dich sauber. Diesmal kriegen wir es hin. Und wenn nicht, kannst du dich nach dem Dreh angemessen bei mir entschuldigen.
Schmeckt wie Pfefferminz-Hustensaft. Ja, mein Würgen war ganz echt. Das war's wert. Soll ich gehen? Okay, okay. Macht euch bereit, alles auf Anfang. Wir machen weiter, wir machen weiter. Okay, Ton läuft? Kamera läuft. Okay, bereit machen. Und halten. Und halten. Und Action! Da! Fuck! Nein! Oh Mann, das ist nicht gut. Was habt ihr hier zu suchen? Oh, hi, Mr. Green. Sheriff. Sheriff. Ja, sorry. Wie oft habe ich euch schon gesagt, ihr sollt euch von hier fernhalten? Wir waren gerade mitten in einem Take. Ein Take? Für unseren Film. Ihr könnt hier keinen Film drehen. Aber hier spielt doch der große Höhepunkt. Dies ist ein abbruchreifes Stahlwerk, Jaime. Und ihr seid Einbrecher. Nun, wenn ihr die Nacht nicht im Knast verbringen wollt, dann schlage ich vor, dass du, Linda und... Dixie. Miss Tammy D. Dixie. Gordon. Miss Christine Gordon. Schlage ich vor, dass ihr das Gelände sofort verlasst und ihr unter keinen Umständen mehr einen Fuß ins Stahlwerk von Cedar Hills setzt. Nie mehr. Ja. Oh Mann. Sir, tut uns leid. Uns war nicht klar, dass wir was Falsches tun. Wir gehen. Hey, 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 Jaime. Wir müssen diesen Film beenden. Ich weiß, aber wir müssen dem Sheriff gehorchen. Er ist der Sheriff. Mir doch egal, er kann nicht... Und wir tun sehr gerne, was auch immer der Sheriff sagt. Und, vergesst nicht aufzuräumen. Tja. Was sollen wir mit einer kaputten Kamera machen? Sie reparieren. Den Film beenden. Aber woanders als hier. Was stimmt denn mit dem nicht? Er ist nicht so übel. Normalerweise. Wir tun nicht, was er sagt, oder? Echt? Wir überlegen dann in der Garage, wie wir den Film beenden. Alles im Kasten, Sir. Danke, Jaime. Denk dran, was ich gesagt habe. Nochmal warne ich dich nicht. Ja, Sir. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone.
echt ein völliges Desaster. Sei nicht so dramatisch. Wir haben doch gar keine echte Frist. Wer braucht eine echte Frist, wenn uns jede vergeudete Sekunde immer näher an die ultimative kosmische ewige Frist bringt? Gruftig. Gefällt mir. Hey, was hast du da? Oh, die sind für uns alle, wenn wir drehen. Überraschung. Halt, ihr steht beide vor der Kamera. Also, trag nur ich eins. Dann bist du unser Aushängeschild. Nee, keine Chance. Oh, nicht aufmachen. Ich habe den Film noch nicht rausgenommen. Ich dachte, sie ist kaputt. Ja, die Linse hat einen Sprung. Aber das Material ist okay. Es sei denn, du öffnest sie. Oh, ist ja gut. Wir haben gutes Material. Das Glas ist halb voll. Mann, lass mich wütend sein. Hat Sheriff Green denn nichts Besseres zu tun mit seiner Zeit? Zum Beispiel echte Verbrecher jagen und so? Cedar Hills ist nicht gerade eine Brutstätte des Verbrechens. Das stimmt so nicht ganz. Da war doch das Ding mit dem Serienmörder. Moment, wie bitte? Wann war das? Ah, ich war noch ein Baby. Ich weiß nicht wirklich was darüber. Oh, du bist immer noch ein Baby. Und du weißt doch immer nichts. Und jetzt sei ein liebes Baby und erzähl mir alles über diese Serienmördergeschichte. Ich weiß da etwas. Dann raus damit. Ich glaube, das ist der Grund, warum Sheriff Green uns nicht im Stahlwerk sehen will. Oh ja, dort ist das alles passiert. Du weißt also doch was. Und du hast nichts gesagt, Verräter. Ja, weil ich wusste, wie du reagieren würdest. Ja klar, verdammt. Linda, erzähl mir was über den Stahlwerkkiller. Nun, dort ging alles zu Ende. Aber davor gab es eine Reihe von Vermisstenfällen. Es waren Entführungen. Morde. Und wie hieß der Typ? Vielleicht sollten wir ihn in den Film nehmen. Oh, ich weiß nicht, ob... Frank Stone. Also, hat Frank Stone tatsächlich Leute im Stahlwerk umgebracht? Was? Unser Stahlwerk? Wo wir vor einer Stunde noch gedreht haben? So lautet die Theorie. Frank hat im Werk gearbeitet. Aber ich glaube, es stand kurz vor dem Aus. Vermutlich war da kaum noch einer. Es wurde danach geschlossen. Ja. Passt beides. Wer waren die Opfer? Halt, Leute. Einige aus der Stadt, einige blieben unbekannt. Die Morde waren ziellos. Es gab kein Muster. Von wie vielen reden wir denn? Das ist nicht ganz sicher. Weil die Leichen nie gefunden wurden. Nur Teile davon. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass wir einen neuen Drehort brauchen? Nee, Blödi. Sondern, dass wir schon den besten Drehort haben. Woher weißt du? Denk mal nach. Unser Film wird in einem echten Mordstahlwerk gedreht? Das ist kostenlose Publicity, Mann. Oh. Die Leute werden ins Kino strömen. Wir werden total berühmt. Okay, gut. Ein paar Zuschauer kriegen wir sicher. Aber was, wenn er ihnen nicht gefällt? Dann müssen wir eben zusehen, dass ihnen diese letzten paar Szenen den Schädel wegpusten. Oh, fuck! Aber nicht, wenn unsere Scheißkamera im Arsch ist! Oh. Hey, vielleicht können Sie die Kamera ja im Drugstore reparieren. Also, ja. Also, den Rest des Budgets habe ich für die T-Shirts verschleudert. Falls du niemanden kennst, der einen Film finanzieren möchte, stehen wir ganz schön dumm da. Was? Willst du mich auch nerven? Hey, alles okay? Was ist los? Nichts. Alles gut. Klang aber nicht so. Mom wird krank und ich lasse in New York alles stehen und liegen, um hier zu helfen. Und er tut so, als würde ich rumgammeln. Es ist ihm egal, was ich aufgeben musste. Er macht sich sicher nur Sorgen um Mom. Ja, ich auch. Deshalb bin ich hier. Wie kommt er dazu, mir Hausarrest zu geben, als wäre ich 16? Absolut. Was denkt er sich dabei, hm? Tut mir leid. Ich musste nur etwas Dampf ablassen. Verständlich. Mom kann echt darauf verzichten, dass wir uns streiten. Stimmt. Ja, und
Du hast unglaubliche Arbeit geleistet. Ehrlich, ich weiß nicht, was wir ohne dich tun würden. Oh oh. Was? Linda, wo ist die Reimeglocke? Klingeling. Was ist die Reimeglocke? Mein lieber Bruder neigt dazu, richtig aufzutragen, bevor er dich um einen Gefallen bittet. Nein, ich spreche aus tiefstem Herzen. Okay, was wollt ihr von mir? Wir drehen einen Film und stehen so kurz vor dem Abschluss. Wir brauchen nur ein kleines bisschen mehr Geld. Na klar, das kennen wir ja. Was Jaime sagen möchte, ist, dass unsere Kamera heute kaputt ging und wir Geld zum Reparieren brauchen. Autsch. Wie viel braucht ihr? Ja, weiß ich nicht. 10, 20? Woher soll ich das wissen? Nur so 10 Kröten. Sagen wir mal rein hypothetisch, dass ich euch helfe. Was springt dabei raus? Werde ich dann Produzentin oder so? Klar. Natürlich. Co-Produzentin Bonnie Rivera. Was für eine Scheißbezeichnung für Dienstmarkt. Linda. Okay, ja, es ist mir scheißegal, ob ich bei eurem Film im Abspann stehe. Also, habt ihr vielleicht irgendwas Handfestes anzubieten? Du kannst meinen Van fahren. Ja, es klingt beides blöd, sagen wir es mal so. Du zahlst die Reparatur und ich verrate Dad nicht, warum du auf einmal so viel Parfüm benutzt, dass wir ein Fenster öffnen müssen, wenn du kommst. Die raucht. Das würdest du nicht wagen. Wenn Dad erfährt, dass ich rauche, hält er mir das ewig vor. Deine Entscheidung. Was? Oh, nichts. Du bist nur so süß, wenn du mich erpressen willst. Wie ein kleines Babymonster. Ich mein's ernst. Weißt du, seit ich zu Hause bin, macht Dad mir das Leben schwer. Ändert für mich nichts. Vergiss es. Ich würde ihm nichts sagen. Ich weiß, du bleibst nicht gut, süß. Aber du musst dir was Besseres einfallen lassen. Darf ich etwas vorschlagen? Jaime, warum hilfst du Bonnie nicht mit der Hausarbeit? Verlockend. Oh Mann. Die gesamte Hausarbeit anstandslos. Zu Befehl. Dann haben wir eine Abmachung. Kluge Entscheidung. Und versuch nicht, dich da rauszuwinden. Schön, Geschäfte mit dir zu machen. Ganz meinerseits. Bist du okay? Du wirkst etwas benommen. Alles gut, aber was ist in diesem Kunstblut? Ich glaube, das ist echtes Blut mit Minzgeschmack. Oh, da stand drauf, man soll längeren Hautkontakt vermeiden. Du hast doch bestimmt gleich alles abgewaschen, oder? Du glaubst doch nicht, dass es wirklich giftig ist, oder? Das ist ein Horrorfilm, Jaime. Es kann jeden treffen. So. Jederzeit! Hoffentlich können sie die Kamera noch reparieren, bevor sie schließen. Ich weiß nicht, ob der Verkäufer sowas überhaupt kann. Hey, denk positiv. Ist ja nicht so, als hätten wir in dieser Stadt die Wahl. Was? Wie wär's damit? Ich dachte, der Laden steht leer. Gibt wohl einen neuen Mieter. Reparieren Kuriositätenläden Kameras überhaupt? Wo mein Großvater wohnte, gab's auch so einen Laden. Der Besitzer bastelte an lauter altem Kram rum. Man weiß nie. Da gibt's sicher lauter cooles altes Zeug. Sag du, Chris. Da! Ja, sieht aus wie eine alte Kamera, ne? Also, oh Gott, wenn wir da jetzt sterben, ne? Warum nicht? Ich bin schon neugierig auf diesen speziellen Laden, ne? Ja, kapiert. Du bestimmst. Mann, wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, der Laden ist schon ewig hier. Und 3 Tage.
Wäre was für den Film. Es wäre verlockend. Was, wenn der Eigentümer ein irrer Serienmörder ist, der Teenager entführt und zu Antiquitäten verarbeitet? Dann ist das unser Jackpot. Schaut mal die Sachen. Oh, Kameras. Ah, die sehen nicht mehr ganz taufrisch aus. Die Besten stehen nie im Schaufenster. Wir müssen uns drinnen umsehen. Ah, schade. Tja, so viel dazu. Wir können noch zum Drugstore, bevor er zumacht. Wonach sucht ihr, wenn ich fragen darf? Ach, hallo? Nee. Hallo? Wir haben die Kameras gesehen. Wir suchen gerade nach Ersatz. Für die? Oh, aber natürlich. Bitte. Kommt doch rein. Habt ihr die Stimme erkannt? So, mal sehen. Ich habe etwas im Lager, was euch interessieren könnte, wenn ich es finde. Bitte fühlt euch wie zu Hause. Okay. Und seht euch ruhig um. Ihr wisst nie, welche Schätze ihr hier findet. Uns wie zu Hause fühlen? Hier? Warum nicht? Ist doch gemütlich. So maroder kapitalismusmäßig. Also stimmlich, zum einen ist es natürlich auch die von die Blonde von Jurassic Park 1 und noch ein paar anderen Teilen. Aber es ist auch die gleiche Stimme von dieser mit diesen kurzen Haaren. Also die hatten ja beide so komische kurze Haare. Ich habe mich schon gewundert, warum alte Leute immer die Haare so kurz machen. Ich denke mal, das ist einfach nur, weil die schnell kaputt gehen. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Ab einem gewissen Alter. Sagen wir rein hypothetisch, sie findet da hinten eine Kamera für uns. Wie geht es weiter? Wir haben alles, was wir zum Abschluss brauchen. Außer das Stahlwerk. Sheriff Green beobachtet sicher das Haupttor. Da kommen wir auf keinen Fall mehr rein. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Wir müssen den Film machen. Unbedingt. Moment, rede mit Linda? Die, die sich als Linda vorgestellt hat, war aber nicht die mit der Stimme, sondern das war die andere, die wir mitgenommen haben mit dem Auto. Also jetzt bin ich wirklich verwirrt. Heißen die jetzt beide Linda oder? In dem Schrott muss es doch irgendwas Nützliches für uns geben, oder? Was mit dir? Also wirklich ansehen kann man das nicht. Bin ich jetzt näher dran, oder? Egal, trotzdem kann man es nicht wirklich ansehen. Kameras sehe ich jetzt allerdings gerade auch keine. Ach, ist das hier nicht schon wieder... Ja, ja. Okay. Was ist das denn? Kein Plan, was das ist, aber sieht nach Schmerzen aus. Ach. Nein, soll das, ach du Scheiße, soll das etwa dieser Knüppel da, keine Ahnung, was das ist, hier von dem Geist darstellen? Weil der hat doch so eine rausgerissene Wirbelsäule, meine ich, als Stock oder was das ist. Also den Geist von DBD meine ich jetzt. Aufheben? Ein Smiley, yay! Kann ich aber anscheinend nichts mit anfangen. Hallöchen, die Damen, wie geht es Ihnen? Ziehen Sie sich doch mal was an, es ist kühl draußen. Kann ich schon fast wirklich sagen, weil wir haben heute nur noch 20 Grad und gestern hatten wir fast 30. Das ist Wahnsinn. Und morgen wird es wieder fast 30. Oh, wer will sich das denn ansehen? Ich, aber ich kann es nicht richtig ansehen.
kann mich hier nur umsehen. Das ist die Villa, ne? Das ist die Villa. Die Villa ist leer. Aber was ich nicht verstehe, also zwei Dinge. Wenn das jetzt die Linda sein sollte, die wir mitgenommen haben, weil sie ja gesagt hat, mit Linda reden. Oder ist meine Freundin zufälligerweise Linda, dass die irgendwie... Ich habe jetzt die Namen gar nicht so mitbekommen. Warum ist sie jetzt alt? Also dann sind wir ja wieder in verschiedenen Zeitpassagen unterwegs. Und wenn das doch die andere ist, nämlich die, die diese Filme hier bekommen hat, aber die hieß, soweit ich weiß, nicht Linda. Also die, die wir mitgenommen haben, die hat sich als Linda vorgestellt. Das habe ich mir extra gemerkt, weil ich mir gedacht habe, vielleicht hat das noch irgendeine Bewandtnis, weil sie das so gesagt haben. Och, der Fallensteller. Stell dir vor, damit nachts zu kuscheln. Nee, stelle ich mir nicht vor. Aber ich muss... Oh. Alter. Kann ich das mehrmals machen? Gibt aber keine Errungenschaft, oder? Na komm, machen wir noch einmal. Ja, sieht nicht so aus. Sieht aber irgendwie lustig aus. Ist das geil. Okay. Das haben wir gefunden. Können wir dahinter auch rein? Nee, ne? Hallo? Hallo? Ich kann es nicht anklicken, keine Ahnung. Ah, jetzt? Hier hinten kann ich öffnen oder was? Aber nicht, wenn ich davor stehe. Oder in dem Fall eben nicht öffnen. Hier, was sind das denn hier für Dinger? Oh, das eiskalte Händchen liegt auch hier. Okay. Ja, kann ich mit dir reden? Ach so. Also wenn sie mit einer riesigen Kettensäge auf uns zuläuft, wäre ich schon ziemlich enttäuscht. Ihr habt Glück. Ein sehr edles Stück. Ja. Wow. Darf ich? Natürlich. Sie ist ziemlich alt. Könnte funktionieren, aber wir hatten uns eigentlich was anderes vorgestellt. Mhm. Wie viel wollen Sie denn dafür? Ah, da ist ein winziges Preisschild dran, aber leider, ich habe meine Lesebrille vergessen. Schau du doch mal selbst. Zehn Kröten. Okay, sicher. Ich finde, das klingt vernünftig für so ein Teil. Ja, ich habe ihn angenommen in der Hoffnung, dass sie mich dadurch mag. Oh, aber bitte keine Ursache. Es ist wirklich schön, wenn junge Leute eine Leidenschaft für die Künste haben. Ja. Ja, die haben wir. Leute, die alte Kamera? Der Film? Den haben sie doch gar nicht rausgeholt, oder? Wartet mal, ich Schussel hab meiner Mom versprochen, auf dem Heimweg Milch zu kaufen. Oh, soll ich das? Halt das, bin gleich zurück. Warte, Chris, wir haben alles ausgegeben. Notfallsockenmünze! Notfallsockenmünze? Und da sind sie wieder, die Ruckler, über die sich jeder zweite Kommentar auf Steam und so weiter aufregt. Super. Verfluchte Filme? Echt? Sonst nichts zu berichten?
Ruhe in Frieden, die düstere Mythologie des verlorenen Films von Joey Blue. Lüfte den Schleier nicht, mein Freund, denn du willst nicht sehen, was sich darunter verbirgt. Manche geheimen Schriften vergisst man besser. Boris Carlson, The Devil's Spawn, 1931. Es gibt Filme, die mit der Zeit verloren gingen. Was zurückbleibt, ist ein Mysterium. Diese verlorenen Filme haben sowohl Filmhistoriker als auch Verschwörungstheoretiker in ihren Bann gezogen. Doch nicht etwa, weil sie sich der Darbietung der Schauspieler ansehen oder die Arbeit des Regisseurs bestaunen wollen, sondern weil sie glaubten, die wenigen existierenden Aufnahmen zusammenzustückeln und mit ihrer Hilfe einen Blick auf die dunklere Realität erhaschen zu können, die vor der Kamera eingefangen wurde. Okay. Oh, das könnt ihr euch jetzt gerne durchlesen, oder? Ja, doch, es ist doch ganz interessant, glaube ich. Das wohl berühmteste Beispiel für einen verlorenen Film ist Trouble Finds the Sleeping Saint, 1954. Das unvollendete Meisterwerk des legendären Produzenten Alfredo Rivello. Dieser Historien-Epos des 19. Jahrhunderts, der in der Mojave-Wüste gedreht war, verfügte über eine Starbesetzung und galt als der beste Hollywood-Film, der jemals fertiggestellt wurde. Für den frechen Teenie-Schwarm Andy Dean, der bereits in Catched Lips 1952 und Hot Rider 1953 mitgespielt hatte, war es die erste Hauptrolle seiner jungen Schauspielkarriere. Doch der Filmdreh schien unter einem schlechten Stern zu stehen. Viele glaubten, das Projekt sei verflucht, nicht zuletzt deshalb, weil Rivello darauf bestand, an einen Ort zu drehen, an dem sich während des Mexikanisch-Amerikanischen Krieges ein grauenhaftes Massaker ereignet hatte. Dean, den Star des Films, schien die Sache besonders mitzunehmen. Er beklagte sich bei seinen Kollegen über die dunkle Präsenz, die ihn aus der Wüste heraus beobachtete, und behauptete, der Wind trüge ihn nachts die verzweifelten Schreie sterbender Männer zu, die seinen Namen riefen. Niemand konnte sagen, ob er unter Verfolgungswahn litt, ob der Druck ihm zu schaffen machte oder ob es doch nur Method Acting war. Also wahrscheinlich eine Methode, Aufmerksamkeit zu erregen für einen Film. Aber als die Filmcrew eines Tages Deans geliebten Pentimento Phantom verlassen in der Wüste am Straßenrand vorfand, schlug ihre Anspannung in Panik um. Denn der Schlüssel steckte noch und das Fahrzeug, das er sonst immer bei sich das Feuerzeug, das er sonst immer bei sich trug, lag auf einem der Sitze. Der Dreh wurde sofort eingestellt, doch Dean blieb wie vom Erdboden verschluckt. Rivello trauerte um den jungen Hauptdarsteller und ließ sein Meisterwerk unvollendet. Seitdem hat niemand mehr die Aufnahmen gesehen, die bis zu seinem Zeitpunkt gemacht worden waren. Angeblich bewahrt Rivello sie in einem Privattresor in seinen Anwesen auf. Die Mehrheit der Leute, die an diesem Film mitgewirkt hat, hat von jeglichen Mutmaßungen Deans Verschwinden Abstand genommen. Ein Gerücht hält sich dabei besonders hartnäckig. In allen abgedrehten Szenen, in denen Dean mitgespielt hat, soll ein seltsamer, bedrohlicher Nebel im Hintergrund zu sehen sein. Vielleicht hat dem Filmstar wirklich etwas in der Wüste aufgelauert und nur auf den richtigen Moment gewartet, um ihn zu holen und für seine üblichen Machenschaften zu missbrauchen. Also wenn wir den Typen jetzt irgendwo finden, wo der Entitus ist, dann... Nee, das hat jetzt nicht geleuchtet. Was? Ich hab jetzt gar nichts hier. Nee, das ist doch wieder die Kiste hier, oder? Ja, es ist doch schon wieder die Kiste. Ach, äfft euch doch, Mann. Was soll ich denn mit dem Plündererspürsinn sehen? Ah, da unten. Moment. Da. Aha, ein durchnässter Schuh. 4 Namen, 4 Prüfungen. Sie meinte, ich solle mir Zeit lassen. Sehr schön. Jetzt können wir den Plündererspürsinn auch nicht mehr benutzen. Das ist immer so ein bisschen komisch. Also den kann man nur benutzen, wenn, ja, im Endeffekt, wenn die eine Sache quasi da ist. Achso, die Milch. Ja, wir müssen ja noch Milch holen. Haha, hab ich total vergessen. Das ist die richtige Milch? Untersuch die mal. Vermisstes Kind. Hoffentlich finden sie es. Ah, jetzt sagt mir bloß... Benny Baker. Sag mir bloß, das ist das Kind, was
wessen Ohr wir gefunden haben, sagen wir es mal so. Yay! Spielen in Spielen. Ich hasse es inständig. Aber wir tun es trotzdem mal eben. Dann verschieben. Was kann ich denn machen? Drehen? Ah, es drehen. Ach so. Ach, ich mach die Dinger ja kaputt. Oh Gott. Ich hasse solche Spiele. Kommen wir auch immer tiefer, glaube ich, ne? Oder wie war das? Oh. Alter, ich hasse sowas. Ich hasse sowas wirklich. Lacht nicht. Aber ich mach das jetzt mal mit. Also. Ich krieg die noch. Mann. Komm. Ich meine, ich habe damals auch mal solche Spiele gespielt, wo es halt noch keinen richtigen PC und keine richtige Konsole gab. Aber, ja, was soll ich jetzt sagen? Oh Gott, ich verplemper hier meine ganze Zeit mit dem Zeug hier. Kriegen wir es? Also, vielleicht kriegen wir eine Errungenschaft, wenn wir das schaffen. Deswegen, das ist jetzt so der Ansporn gerade für mich. Ah, komm, eine mal noch. Alter, geht der hier nicht durch? Ah, komm. Oh, das muss man auch noch so gut timen von der Zeit her, ne? Soll das denn... Doch, den haben wir weg. Okay, jetzt haben wir noch den einen. Alter, du willst mir jetzt nicht sagen, dass du genau vor diesen einen Frame jetzt hier... Yeah. Oh, scheiße, scheiße. Ich dachte, das ist nur eine Runde. Hilfe. Nein. Oh Gott, ich zeige euch, wie schlecht ich bin. Oh mein Gott. Ich glaube, die können die auch kaputt machen, ne? Ja. Oh, äfft euch. Oh. Ich nenne die Folge einmal Retro Gaming auf... Einmal Retro Gaming im, wo sind wir denn jetzt hier? Im Dingsbumsladen. Im Supermarkt sind wir eigentlich, oder? Was ist das hier? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ich weiß gar nicht, welches Spiel ich gerade spiele. Okay, das haben wir schon mal. Die haben wir auch. So. Nee. Alter. Ich weiß jetzt auch nicht. Vielleicht kriegt man auch ab 5000 oder so vielleicht eine Errungenschaft. 5000er Score oder so. Keine Ahnung. Ich werde das einmal, bis ich halt sterbe, werde ich das jetzt machen. Ich habe auch nicht gedacht, dass das jetzt so weit dann noch hier durchgeht. Ah, willst du mich denn veräppeln? Nein, nicht schon wieder. Ich kann aber auch nicht schießen, wenn die runterkommen. Alter. Nein. Ich glaube, ihr hattet euch die Folge irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Vor allen Dingen hat die jetzt schon wieder Überlänge. Ich wollte doch nur Milch kaufen. Ich wollte doch gar nicht so Kram hier machen. Oh, es tut mir leid, Leute. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch schon mal gespielt habt früher. Und ob ihr das gerne gespielt habt. Oder ob ihr gut drin wart. Oder genauso mies wie ich jetzt gerade. Ah, komm schon. Ich würde halt gerne den 5000er-Score kriegen, weil ich habe es irgendwie so ein Gefühl, dass das eventuell das sein könnte, woran das, ne, was das ausmacht. Uah.
la 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 la. Oh, habe ich den immer noch nicht getroffen? Soll ich veräppeln? Alter, wie viel gibt's da noch? Ach so, scheiße, ich habe auch noch 3 Leben oder was? Oh nein. Wollt ihr mich veräppeln? Ich will keine 3 Leben haben. Ich will, wenn ich einmal sterbe, rausgehen. Alter, scheiße. Ich hab's gesagt, jetzt bin ich tot. Steht der Angstschweiß hier schon auf der Stirn? Okay, das könnte auch an der Hitze liegen. Na, hier ist genau das, wo die alle nicht hinkommen, ne? Zumindest die Rechten kommen hier nicht hin. Ah, komm, den Grünen kriege ich noch. Oh, jetzt kommt er von hier oben auch noch an. Es war aber früher irgendwie einfacher, weil die Controller, hatte ich das Gefühl, etwas besser und schneller darauf reagiert haben, wenn man nach links und rechts ging. Also, Controller, ne, wir hatten ja damals diese Sticks. Oh, ist das euer Ernst hier gerade? Was ist das hier für ein Schneeballsystem? Kriege euch alle oben. Weg da. Oh, das waren die von den anderen. Ich sehe schon gar nicht mehr, welche von mir sind und welche von den anderen. Kann ich die nicht gedrückt halten irgendwie? Doch, kann ich doch. Ha! Du Schwein, du. Ich krieg dich noch. Aber nicht heute, glaube ich. Alter, geh doch endlich kaputt, Mann. Ich möchte das Spiel weiterspielen. Oh Gott. Ey, sobald ich da nach rechts gehe, geht der in die andere Richtung, ne? Oh, endlich. Also, es wäre schön, wenn ich die 5000 kriege, dann wüsste ich wenigstens, ob das tatsächlich... Wollt ihr mich verarschen? Nein! Ich wollte gerade noch sagen, ob das tatsächlich hier davon irgendwie abhängig ist. Komm schon. Die 5000 schaffe ich noch. Ich habe nur keine Ahnung. Also sind wir 50, okay. Na? Ja! Das Reim ist Highscore. Ey, ich hab's echt so gehofft, weil ich hatte das schon mal in einem anderen Spiel. Was für ein Highscore. Also die Highscores habe ich jetzt eben nicht gesehen. Aber ich hatte das nämlich schon mal in einem anderen Spiel. Und da war das nämlich auch genau bei 5000 Punkten. Also die sollte man erreichen für eine Errungenschaft. Und wir haben eine Errungenschaft bekommen. Ich werde jetzt sowieso so sterben beim nächsten Mal. Alter, wieso kriege ich den einen da nicht? Oh. Aber er kriegt mich. Ah, scheiße. Nee, ich will nicht drehen. Ich will zurück. Ich will zurück. Oh Gott. Wir haben aber den Highscore geknackt. Ja, cool. Den habe ich aber auch vorher gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Kann man hier irgendwie... Ah, eine Klingel, eine Klingel. Hallöchen. Ich möchte einmal bezahlen, bitte. Hey, Chris. Robert, ich dachte, du arbeitest in der Bücherei. Woher weißt du das? Ich hab dich dort noch nie gesehen. Ich hab überall Spione, Mann. Also, Linda. Ertappt. Ach, ich bin Linda. Du kannst ruhig mal vorbeikommen, weißt du? Bücher beißen nicht. Oh, Linda ist der Bücherwurm. Ich bin eher der Kinowurm. Ich glaube, den Wurm gibt es nicht. So wie den Bücherwurm. Ah, okay, wir schließen in circa... 2 Minuten, also. Oh, gut, ja. Ich will zahlen. Okay, das macht 25 Cent. Okay. Ja,
In der Bücherei sehe ich solche Beträge natürlich nicht. Eigentlich sehe ich gar keine. Ich arbeite ehrenamtlich. Nicht übel, wenn man gerne liest, schätze ich. Hm, stimmt. Wir haben eine coole Horrorabteilung. Wusste nicht, dass du Horror magst. Nur Bücher? Filme, Comics auch. Was ich in die Finger bekomme. Weißt du, Reimel, Linda und ich drehen einen Horrorfilm. Im alten Siederhills-Stahlwerk. Echt jetzt? Wir könnten jederzeit Hilfe gebrauchen, wenn du auf sowas stehst. Ich stehe voll drauf. Aber? Weiß mein Dad, dass ihr ins Stahlwerk geht? Er bewacht den Ort mit Adleraugen. Ja, wir sind ihm heute begegnet. Aber wir schleichen uns nochmal rein, um den Rest zu drehen. Mann. Ich wäre echt gerne dabei. Bei was denn? Hey, Dad. Ja, Chris hat mir gerade erzählt, dass sie, Wir organisieren eine Spendenaktion. In der Bücherei. Okay. Willst du mitfahren? Oh ja, ich hole nur schnell meine Tasche. Chris, tut mir leid, dass ich gerade so streng mit dir und deinen Freunden war. Ich wollte nur, dass ihr mich ernst nehmt. Ja, trotzig ist halt scheiße, ne? Kapiert. Ich habe von Frank Stone gehört. So ein Ding wimmelt sicher von Dämonen. Wenn du meinen Job lang genug machst, wird dir klar, dass es überall Dämonen gibt. Bereit? Bis dann. Hey. Ich kann euch ohne sein Wissen ins Stahlwerk bringen. Sagt nur Bescheid. Drehen wir einen Film. Im Lauf der Jahrhunderte trug ich viele Masken. Dr. Augustin Lieber war renommiert und kompetent. Frank Stone vertraute sich mir an, erlaubte mir, sein Potenzial zu entfesseln in den düsteren Tagen in der Psychiatrie. Nun, eine neue Gestalt und Zeitachse. Eine neue Chance. Ihnen die Kamera zu verkaufen war unfair, selbst für mich. Sie ahnten nicht, welche Macht sie damit hatten. Oder welche Schrecken im Stahlwerk auf sie warten würden. Welcher Schöpfer würde nicht für seine Kunst leiden? Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!